Es hat sich viel verändert und verbessert für ZSC Lions mit dem Umzug hier in die neue Arena. Und etwas ganz Wichtiges ist es ja, dass es eben auch mehr Eis gegeben hat. Das Eisfeld, das wir da hinten sehen, wo der Match läuft, ist dazugekommen. Aber es gibt hier in diesem Komplex auch noch eine Trainingshalle da hinten, hinter der Tribüne. Und ja, das Eis, das ist in dieser grossen Organisation der Lions natürlich sehr willkommen. ZSC Lions ist die grösste Hockey-Organisation in der Schweiz mit 70 Teams, sehr vielen im Nachwuchs natürlich. Und ja, da braucht es einen Haufen Infrastruktur und einen Haufen Eis. Und jetzt gibt es da eben in dieser Trainingshalle noch zweite Möglichkeiten in dieser Arena in Altstetten. Bei mir ist der CEO, der Peter Zahner. Peter Zahner, man hört immer wieder, es gibt Kapazitätsprobleme, es gibt zu wenig Eis. Mit diesen zwei zusätzlichen Eisfeldern, sind damit die Probleme bei euch gelöst? Sie sind weitgehend gelöst. Wir sind natürlich weiterhin auf allen anderen Eisfeldern in der Stadt Zürich, Kebo, Heuried, Dolder. Wir sind aber auch in Küsnacht, in Dübendorf, zum Teil in Urdorf. Und jetzt mit diesen zwei Eisfeldern haben wir genug Eis, so dass wir auch anständige Trainingszeiten haben und alle unsere vielen Mannschaften auch können trainieren und spielen. Auch der Loi auf der Geschäftsstelle der ZSC Lions hat gezügelt. Auch die neuen Räumlichkeiten in Altstetten. Als ich das letzte Mal beim ZSC auf der Geschäftsstelle war, in Oerlikon, in der Region Hallenstadion, da habe ich dort 10 Festangestellte angetroffen. Jetzt merkt man schon in diesen neuen Büros, das ist alles viel grösser. Man kann eigentlich auch sagen, viel spektakulärer, wenn man da gerade den Arbeitsplatz anschaut, da mit dem Bullauge, den man in die Arena runter schauen kann. Ja, der Umzug hat Veränderungen mit sich gebracht, aber natürlich auch die Grösse der Arena. Peter Zahner, wie viel mehr Leute arbeiten jetzt bei der ZSC Lions? Ja, bisher sind wir 10 Leute, jetzt sind wir 42. Wir müssen natürlich jetzt eine Arena unterhalten, müssen Events akquirieren, wir müssen den Eisbetrieb sicherstellen auf zwei Felder. Wir haben 7 Eismeister, wo wir ja 7 Tage pro Woche, 18 Stunden pro Tag müssen die Eisfelder bewirtschaften. Und auch zum Beispiel die Finanzen, vor allem über ein Treuhandbüro. Jetzt machen wir das alles selber. Verkaufsabteilung, im Ticketing sind wir gewachsen und darum sind wir heute 42 Personen. Also das sind neue Sachen, die wir eigentlich noch nicht eintrainiert haben. Sag jetzt mal, wie schwierig ist das? Ja, das war nicht so einfach, weil einerseits die Organisation wächst, im gleichen Zeitpunkt haben wir müssen zügeln, im gleichen Zeitpunkt müssen wir eine Arena in Betrieb nehmen. Das war eine rechte Herausforderung und darum sind wir jetzt eigentlich froh, dass wir noch, sag jetzt mal, 3 Monate können sagen, doch, es läuft alles tipptopp. Da ist alles aufgedeckt fürs Feine. Neujahrsmenü, bevor man dann den Match schaut. Da sind wir im grosszügigen Gastrobereich, im neuen Eventbereich. Bis jetzt konnte die ZSC Lions noch nicht so viele Einnahmen generieren, weil das am alten Ort im Hallenstadion über das Hallenstadion Gastro gelaufen ist, der grösste Teil. Aber jetzt sind die ZSC Lions da drin selber Gastgeber. Peter Zahner, es fällt auf, wie viel grösser das alles ist, wie viel mehr Plätze haben wir als vorher? Ja, im Hallenstadion haben wir im grossen Restaurant 400 Plätze gehabt und allein hier haben wir 1200 Plätze im Business Club, wo eigentlich direkt so auf die Sitzplätze kommt. Das ist natürlich sehr, sehr gut, gleichzeitig eine grosse Herausforderung, weil die 1200 Leute kommen in der Regel alle so mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt rein, wollen miteinander verpflegt werden und dann wollen sie natürlich fast zum gleichen Zeitpunkt innerhalb von 10 Minuten raus auf die Sitzplätze und den Match schauen. Es schmeckt wunderbar dort drinnen und das Essen wundert, glaube ich, auch sehr gut miteinander.